Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der 500er Karte in Supremacy 1914. Wir haben Tag 8 und wir stehen auf dem 5. Rang mit 26 Siegpunkten und wir haben auch ordentlich Provinzen dazu bekommen. Wir haben jetzt 65 und im globalen Vergleich sind wir damit auch auf Platz 5. Aber es geht noch weiter, nämlich auch in der Eroberung geht es weiter. Wir werden hier mit Panzerwegen ordentlich durchrushen. Vielleicht kann ich sogar einen Panzerwagen mal auf Gewaltmarsch stellen, damit es hier schneller geht. Aber im Endeffekt, dieser Spieler hat aufgegeben. Er hat gesagt, nimm gerne jetzt alles ein, ich gebe jetzt auf. Denn er hat einfach keine Lust, seine KD kaputt zu machen, was ich auch verstehen kann. Aber wir hatten hier gar nicht viel. Wir haben so ein bisschen geblufft und er hat auch geschrieben, dass er irgendwie mehr erwartet hätte. Aber gut, haben wir jetzt auch mal mit einem kleinen Bluff das Spiel hier gewonnen oder zumindest diesen Kampf und werden wirklich viele Provinzen dazu bekommen. Wir haben jetzt ja auch schon knapp 10 Provinzen dazu bekommen, das ist wirklich gut. Und wenn sich jetzt hier kein anderes Land einmischt, werden wir hier wirklich, wirklich groß. Vielleicht sogar nochmal plus 10 Provinzen oder sogar noch mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das alles ungestört einnehmen können, aber zumindest bis hier müssten wir ja alles bekommen und das ist dann ja eine wirkliche Vergrößerung. Und dann markieren wir schon so ein bisschen unser Gebiet, wo wir uns ausbreiten wollen. Wenn wir nämlich hier schon so eine Wand ziehen, dann sagen wir dann auch unseren Allies in Europa, mit denen habe ich jetzt auch geteilte Karte, darauf gehe ich gleich nochmal ein, dass wir halt hier alles einnehmen werden. Und dann haben wir unser Gebiet, wir haben den Balkan, alles für uns und das wäre dann, jetzt sieht es ja wieder gut aus. Das war also jetzt der wirklich richtige Play, dass wir Veneto angreifen. Er hat mir auch nochmal geschrieben, dass er das jetzt nicht gedacht hätte, dass wir ihn angreifen. Das war jetzt wirklich sehr überraschend. Und man muss auch sagen, ja, es war hinterhältig, dass wir erstmal gesagt haben, okay, wir ziehen ja eine Grenze und sagen dann, okay, da greifen wir uns nicht an. Und dann nach 2 Tagen greife ich ihn an. Das habe ich aber auch schon erklärt. Ich habe das ja nicht so geplant. Ich wollte ihn ja nie irgendwie hintergehen sofort. Das wollte ich ja nicht. Ich hatte aber so ein bisschen keine Möglichkeit, weil diese KIs hier, wenn ich die einnehme, dann müsste ich hier so viel Aufwand machen, mit überall Leute hinstellen und dann kommen da Gegenangriffe, das wird hier richtig lange dauern, bei der KI wahrscheinlich nicht. Hier bewegt sich nichts, hier kann ich nicht angreifen, die stehen hier immer in der Festung rum, ich muss mich ja irgendwie ausbreiten und deswegen habe ich mir halt gesagt, okay, dieser Spieler muss leider dafür stehen und das tut mir auch dann ziemlich leid. Er hat es eingesehen, er hat es verstanden, das habe ich ihm dann nochmal ausführlich erklärt, weil es tat mir wirklich ein bisschen leid. Aber glücklicherweise hat er es dann verstanden, damit es auch eine neue Provinz eingenommen, perfekt. Und ich denke mal, dass das dann von dem her klar geht. Parallel werden wir auch, um diese Sachen hier zu moralisieren, hoffentlich eine Hauptstadt bekommen. Entweder diese Hauptstadt oder diese Hauptstadt. Ich glaube, am wahrscheinlichsten ist tatsächlich diese Hauptstadt. Das dauert hier nur noch 13 Stunden, bis wir ankommen. Und Banat trödelt wirklich unfassbar. Die demoralisieren ihre Truppen in den neuen Gebieten, sind sehr inaktiv und das sieht mir irgendwie alles ein bisschen komisch aus. Aber egal. Wir haben jetzt also Tag 8 und wir können wirklich viel bauen. Wir haben jetzt auch schon wirklich sehr viel angefangen. Wir haben in, meine ich, 7 Provinzen was gebaut. Genau, 7 Fabriken haben wir gestartet. Das ist ja wirklich Luxus. Und dann werden wir in 2 Tagen, ja, 7 Fabriken weiterbauen. Und dann werden wir 7 Fabriken Level 2 haben. Und wir haben jetzt auch eine Öllieferung bekommen von Baden-Württemberg. Sie geben jetzt offiziell auf und geben uns somit ihre Rohstoffe. Sie haben uns nicht alles gegeben, aber sie haben uns ein bisschen Öl zukommen lassen und das wird uns immens helfen, vor allem dann in der sofortigen Produktion von Artillerie. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und bei meinem Ally sehen die Ziele jetzt auch schon klarer aus. Er möchte hier sich weiter ausbreiten. Ich weiß wirklich nicht, wieso er jetzt hier einmarschiert. Hier ist eine Level-3-Festung und er marschiert hier rein, als wäre das gar nichts. Ich kann mir vorstellen, dass er hier seine ganze Armee verlieren wird an dieser Provinz. Und das ist dann einfach eine Sache, die man verhindern kann. Man muss das nicht machen. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum er jetzt diesen Stack hier angreift. Er könnte sich auch einfach angreifen lassen. Also, dass er irgendwie in der Verteidigung ist. Ja, er hat weniger in der Verteidigung als im Angriff, aber der Gegner hat viel mehr in der Verteidigung als im Angriff. Also wäre es viel besser, wenn er einfach auf den Stack gewartet hätte und dann hier in der Provinz in der Verteidigung gegen diesen Stack gekämpft hätte. Das wäre alles irgendwie ein bisschen besser.
Es gibt aber auch Good News bei ihm, er baut und das nicht zu wenig, er baut leider nur in Klammern drei Fabriken, das ist, finde ich, ein bisschen wenig, da werde ich ihn dann auch später fragen, ob er irgendwas braucht von mir, denn wenn er hier schon einen Hafen baut, dann könnte er ja auch eine Fabrik bauen am Ende des Tages oder auch hier, na gut, baut er ja schon, aber drei Fabriken ist ein bisschen wenig, ich denke mal, eine vierte Fabrik könnte man ihm dann schon spendieren, das ist ja einfach nur fair, weil er uns ja hier den Rücken gestärkt hat, da können wir dann ja auch mal so die Spenden, die wir auch bekommen haben, einfach weitergeben. Also, es sieht wirklich sehr gut aus für uns. Der Blick in die Zukunft ist jetzt auch viel mehr zuversichtlicher, denn wir haben jetzt auch geteilte Karte mit Holstein-Mecklenburg und mit der Auvergne, oder wie man das ja auch immer ausspricht. Sie werden uns immer noch nichts versprechen können mit erstem Platz, aber wir werden mindestens Zweiter. Das habe ich jetzt so rausgehört und damit bin ich auch zufrieden. Natürlich, es heißt erster Platz um jeden Preis, deswegen muss ich mir mal überlegen, wenn es knapp wird, dass ich dann doch irgendwie gegen die kämpfe. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass die mich verraten werden. Ich bin groß genug und ich denke auch, es macht keinen Sinn, jetzt gegen mich zu kämpfen. Ich habe das ja auch schon im letzten Video erzählt, wieso sie mich wahrscheinlich gar nicht verraten werden. Mehr dazu schaut euch das im letzten Video einfach an. Das habe ich da kurz erklärt. Also kann man jetzt auch diese Leute als unsere Allies betrachten. Also sage ich hier auch direkt, unser Ally Britannia greift Galizien an. Sie wollen hier eine Seeinvasion machen. Galizien steht hier schon in der Hauptstadt, aber es kann sein, dass diese Armee doch gegen diese Armee gewinnt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber diese vier Panzerwegen, die haben echt viel Leben. Also die haben insgesamt mehr Leben. Das ist halt gerade noch ein Transportschiff. Deswegen sieht das so ein bisschen komisch aus. Aber wenn die erstmal gelandet sind, dann müssten die fast sogar doppelt so viel Leben haben. Und das ist dann halt schon ein ordentlicher Faktor. Sie werden aber sehr wahrscheinlich was zusammenziehen, wenn Galizien nicht inaktiv ist. Und ja, es sieht hier ja irgendwie so wie ein Free-Win aus. Sie marschieren ja einfach durch und werden dann dadurch richtig, richtig groß. Weil Galizien bringt nochmal ordentlich Provinzen, eine frische Hauptstadt, hier nochmal eine Hauptstadt. Und dann haben sie hier wirklich richtig, richtig viele Provinzen. Ich würde sogar sagen, dass sie dann mit diesem Bereich hier knapp 160 Provinzen haben. Das würde ich jetzt mal schätzen. Ich gucke mal, wie viel sie jetzt haben. 82, also jetzt müssten sie sich verdoppeln. Okay, das ist dann ein bisschen zu viel geschätzt. Das hier sind ja auf gar keinen Fall 80 Provinzen. Also selbst wenn sie hier noch ein bisschen was einnehmen, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Sagen wir mal 120 Provinzen werden sie nach dieser Offensive haben. Und das ist ja auch schon wirklich ziemlich viel. Während sie hier in Spanien sich ausbreiten, breitet sich Holstein-Mecklenburg in Großbritannien aus. Da gab es jetzt auch schon Vermutungen, dass Yorkshire oder hier dieses Essex in Suffolk, dass die zu dieser Koalition gehören. Aber das stimmt anscheinend nicht, denn sie greifen hier an. Sie haben jetzt auch schon ordentlich was gemacht. Es sieht aus, als hätten sie hier die Moral hochgegoldmarkt, eine Fabrik gegoldmarkt und dann zwei kleine Kreuzer gegoldmarkt, was natürlich jetzt hier auch mit diesen Panzerwegen, die die gegoldmarkt haben, wahrscheinlich ist es jetzt schon ein sehr großer Einsatz. Aber es ist zumindest nicht das, was ich befürchtet habe. Ich habe jetzt wirklich befürchtet, dass sie die Runde entscheiden. Das wäre auch für mich irgendwie ein bisschen langweilig, wenn die Runde sofort entschieden ist. Natürlich, es ist viel, aber es ist noch einigermaßen vertretbar. Jetzt muss man also sagen, bei uns läuft es gut, wir bereiten den Angriff auf die KI vor, wir rücken im Norden weiter vor, wir stehen ganz gut und bauen ja auch schon Festungen in Griechenland gegen Podolien, gegen eine vielleicht Offensive von ihrer Seite. Ich hoffe es nicht, es kann aber passieren, deswegen bauen wir hier schon Festungen. Also, es sieht wirklich gut aus, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, das heißt, das war's mit dieser Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.